Willkommen zurück bei Batman Arkham Origins. So, wir scannen jetzt mal hier so schön den Beweis. Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Ach so. Gerät hacken. Okay, das kennen wir ja schon. Unglücklich. Türe öffnen. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. What? Wie das denn? Wie soll denn der das? Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Aha, der Riddler. Flugverbot. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Alright. Gut, wir sind da. Enigmas. Aha. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Ja, hat er gar nicht so unrecht. So, wie komme ich denn jetzt hier? Komme ich hier raus? Ich hoffe es doch mal. Wenn ich den Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Oh, Enigma-Charakter. Profil. Von unerhörter Intelligenz, jedoch auch höchst unsicher. Zwanghaftes Verlangen, seine Überlegenheit zu beweisen. Erstklassiger Hacker. Enigma scheint in der Lage zu sein, auch die härtesten Netzwerksicherungssysteme zu umgehen. Sogar Batmans eigenes Netzwerk ist durch ihn bedroht und Maßnahmen müssen ergriffen werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Der Schaden, den Enigma mit Zugriff auf die Daten des Batcomputers anrichten könnte, ist enorm. Glücklicherweise verleitet seine Unsicherheit ihn dazu, sich aufzuspielen. Je mehr Aufmerksamkeit er auf sich zieht, desto leichter wird es sein, ihn aufzuspüren. Alright, dann. Machen wir uns als nächstes. Wie mache ich das denn jetzt hier? Dahin? Okay. Ah,
Okay, das haben wir also auch schon freigeschaltet. Ja, hier scheint ja auch nicht so viel los zu sein. Was ist da? Ist da Arkham City schon dahinter? So, haben wir die auch schon mal alle auseinandergenommen jetzt hier. Einfach mal so im Vorbeigehen. Ach so. Was? Nee. So, mit dem Batarang vielleicht? Was diese Relais auch schützen, es ist nichts Gutes. Ich sollte alle zerstören, die ich sehe. Ja, das machen wir. Nice! Oh, ein Riddler-Rätsel anscheinend. Enigmas. Hauptquartier. Enigma, wo steckst du? Genau hier. Naja, im übertragenen Sinne zumindest. Enttäuscht, dass wir uns nicht persönlich treffen. Worum geht es hier? Sollst du mich von Zionis Fährte weglocken? Ich bin so etwas wie ein Informationshändler. Ich habe überall meine Agenten, die mir allerlei interessante Sachen mitteilen. Und du glaubst, das wird Gotham zerstören? Aber ja, es ist so. Schusswunden und gebrochene Knochen verheilen irgendwann wieder. Aber belastende Fotos, Videos, E-Mails? Dieser Schaden kann nie wieder gut gemacht werden. Morgen früh, wenn ich mein Wissen preisgebe, wird die Stadt zusammenbrechen. Rücktritte, Festnahmen, Tote, das reinste Chaos auf den Straßen, Batman. Und du kannst nichts tun, um mich daran zu hindern. Oh, Stufenaufstieg! Können wir hier noch irgendwie was verbessern? Alter, so viel. Nehmen wir hier nochmal kugelsichere Panzerung, denn die Panzerung ist immer gut. Okay, irgendwas stört hier auf jeden Fall mein Signal. Kein Schlüssel, kein Eintritt. Ich dachte mir, dass du meine Ausrüstung verwüsten willst. Sie ist leider passwortgeschützt mit 10.000 Volt Elektrizität. Du hast verloren, Batman. Du solltest einfach nach Hause gehen und dich ausruhen. Da morgen die dunkelsten Geheimnisse aller Bürger öffentlich gemacht werden, habe ich so eine Ahnung, dass es ein hektischer Tag für dich werden wird. Ich mache deinem Treiben ein Ende, so oder so. Wenn ich alle Netzwerkrelais von Enigma zerstöre, kann ich auf den Server zugreifen. Nur so kann ich ihn aufhalten. Das müssen seine Agenten sein. Ich kann sie nutzen, um das belastende Material zu orten, das er gesammelt hat. Mhm. Gut, dann müssen wir hier wohl wieder raus, wa? Also nicht so weit gebracht hier, der Hauptquartier. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ja, dann machen wir mal wieder raus. Hier läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Ja, aber wenn hier vorne...
ihr hergekommen? Na, verhören, geht doch. Mann, ich war so nah dran, dich umzuhauen. Und jetzt bekommst du nichts außer Schmerzen, wenn du mir nicht sagst, wo das Material ist. Ich sag dir, wo es ist, aber das wird dir nicht helfen. In einer Stunde bin ich wieder auf den Beinen und komm dich holen. Nein, wirst du nicht. Nice. Okay, das hat uns jetzt was gebracht. Halt. Hallo, ich bin verwirrt. Ist der Datensatz hier jetzt? Ich scheine irgendwo schon richtig zu sein. Oder irgendwie auch nicht. Oder ist das das Ding hier? Ich bin eingeschlossen in einem Schließfach, eingeschlossene verschlüsselte Erpressungsdaten. Dieses muss geöffnet werden, um auf die Daten... Alles klar. Okay, das hat ja irgendwie nicht so viel gebracht. Nice! Das hat ja doch funktioniert. So, wie mache ich das denn jetzt? Nee, so nicht. Das hat auch nicht funktioniert. Ach. Ein verschlüsseltes Laufwerk. Es scheint zu einem größeren Satz zu gehören. Wenn ich genug davon sammle, sollte ich die Datei lesen können. Ja. So, wir machen jetzt aber hier mal eine kleine kürzere Folge, weil ich muss so dringend pinkeln und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.